Ich möchte vielleicht mit einer ganz kurzen Begebenheit enden, um zu verdeutlichen, dass wir wirklich voneinander lernen in der Städtepartnerschaft. Als wir bei Ihnen waren, dann haben Sie uns ein Projekt vorgestellt. So schön, wie Sie es ausgesprochen haben, kann ich es natürlich gar nicht. Le Job dafür, das war das. Und ich habe das dann damals hier in Erlangen erzählt. Es geht praktisch darum, dass Jugendliche, die eben Schwierigkeiten hatten, einen Ausbildungsplatz oder einen Arbeitsplatz zu finden, mit einem Arbeitgeber an einen Tisch gesetzt wurden und der Arbeitgeber wusste nichts über diesen Jugendlichen, gar nicht. Und die haben sich dann einfach unterhalten und der Arbeitgeber, der hatte dann nur aus den Eindrücken, die er in diesem Gespräch gewonnen hat, ein Bild von der Persönlichkeit des Jugendlichen und hat sich dann überlegt, gebe ich da mal eine Chance oder nicht. Und das war erfolgreich. Wir haben das bei uns in Erlangen auch vorgeschlagen. Und ich denke, das sind so kleine Dinge, wo man wirklich als Städtepartner voneinander lernen kann. Und der Herr Ballas sagt ja immer, Rennes et Erlangen, un couple durable. Ich glaube, das werden wir in Zukunft auch noch bleiben.